So, und herzlich willkommen. Ich mach mal hier. Was habe ich hier überhaupt? Was ist hier überhaupt von mir los? Du kommst bitte nach oben und du kommst nach da, damit ich weiß, wann er die Aufnahme gestartet hat. Sehr schön. So, es geht los mit ganz großen. Ist ja gut jetzt. Hexen. Nach der großen Erzählrunde letztens. Jetzt tatsächlich das erste wirkliche Gameplay. So, ja, aber gleich direkt ein paar Gegner. Naja, ein paar vielleicht ein bisschen übertrieben. So, die ersten paar Maps, die kenne ich tatsächlich sogar noch. Einfach weil, wie gesagt, ist genauso wie bei Heretic. Ich habe es auch damals, wie gesagt, schon gespielt. Und es ist halt einfach so, damals, die ersten Maps, die hat man halt zigtausend Mal gespielt. Was doch daran geschuldet ist, dass ich hier auch wieder die Shareware-Version vor der Originalversion hatte. Beziehungsweise bei Hexen heißt das Ganze Demo-Version. Ja, und da sind natürlich nur die ersten Maps. Das heißt, am Anfang kann man auch nur die ersten Maps spielen. So, daher weiß ich auch jetzt, wo wir hier weiter müssen, weil offiziell kommen wir hier noch so weiter. Aber die Dinger hier, die sollte man meiden, weil... Danke, Angela Merkel. So, und wir müssen jetzt diese Glasdinger hier. Das, was ich meinte, was wir auch aus Heretic kennen. Wie gesagt, die Sache ist halt, ich persönlich habe Hexen gespielt, bevor ich Heretic gespielt habe. Das heißt, ich kenne viele Sachen aus Hexen, obwohl sie eigentlich bei Heretic zuerst da waren. Zum Beispiel diese ganzen farbigen Gläser. So, und hier haben wir jetzt eine Treppe. Wow. Und jetzt, Achtung. Oh, Schalter, genau. Guckt euch das an. Ja, nicht alle Türen gehen jetzt schön zur Seite auf, sondern nur natürlich imposante Türen, die imposant haben. So, hier müssen wir jetzt die Wand da Schalter klicken. So, hier gibt es einen kleinen Trick. Und zwar kann man hier drinnen stehen, weil die können hier nur bis zu dieser Textur. Weil die unpassabel ist für Monster. Das heißt, wir können sie schon verstecken. Die mit unserer Fernangriffswaffe fernangreifen, während die nur zugucken können und sterben können. Sehr schön. So, was gab's denn noch? Gab's nicht noch irgendwas? Nee, war's, als wenn es hier Secret gab's? Dann halt nicht. So, da gab's auch schon den ersten Key und die erste Falle. Weil, ich speichere mal ganz kurz, wenn ich jetzt so langsam durchläuft, dann, ach du Scheiße, nein, oh, kriegt man Schaden. Deswegen muss man immer ganz schnell, nein, Hilfe, oh. Deswegen muss man immer ganz schnell durchlaufen, ja. Ha? Hexen hat so ein paar richtig hässliche Fallen. So, hier haben wir wieder diese Sachen, die wir alle schon aus Heretic kennen. Und wie gesagt, gameplay-technisch ist Hex natürlich an Heretic angelehnt, weil ist ja auch der story-technische Nachfolger. Hallo? Danke. So, hier haben wir auch Sachen drin, die natürlich irgendwo schön sind. Da war der Ausgang. Oh, eine Falle. War ich irgendwo noch ein Secret? Egal, ab nach Hause. So, jetzt haben wir den grünen Key. Mit dem grünen Key können wir jetzt hin. Oh, schon wieder einer gespawnt. Mit dem grünen Key können wir jetzt hier hinten die grüne Tür aufmachen. Ah, man erkennt den Zusammenhang. Hoffentlich. Also ungewohnt, dass ich jetzt wieder auf die Uhrzeit achten muss. So, der Schalter macht das Ding auf. So, ein Knopf. Hier hinter war... Ich weiß gar nicht, konnte man damals springen? Oh Leute, ich weiß gar nicht, ob man damals springen konnte. Weil man muss nicht springen, um hier raufzukommen. Oder gab es hier einen anderen Weg noch rauf? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall war das gerade eine Rüstung.
Wir haben jetzt unten steht Armor. Ich weiß gar nicht, wie viel das C steht. Auf jeden Fall AC ist quasi die Armor. Ach klar. Armor Class. Ja, warum das Ganze Class heißt, ich habe keine Ahnung. Ist quasi einfach nur Stärke. Die Zahl unten rechts, da wo jetzt 3 steht, gibt quasi unsere Armor-Stärke halt an. Je höher, desto besser, desto weniger Schaden kriegen wir. Allerdings, umso mehr Schaden wir kassieren, umso weiter sinkt die Zahl, glaube ich, auch runter. Also quasi wie bei Doom, nur dass der Wert halt nicht von 0 bis 200 geht, sondern von, ja, 0 bis, keine Ahnung, 10 oder 20 oder irgendwie so. So, wir haben nichts von Key gefunden. Und tatsächlich auch schon wieder hier, ja, eine schöne Falle. So, jetzt haben wir den den weißen Key, das heißt, wir müssen, wo war das? Da. Hier rein. Ja, Ohnen und sowas immer zerlegen, kann man sowieso machen, wie man möchte, weil, anders als die Standardwaffe bei Heretic und bei Doom, gibt die Waffe hier nicht irgendwann ihr Geist auf, weil sie unendliche Munition hat. Gilt aber auch nur für die Standardwaffe. So sieht das Ganze auch besser aus. Die späteren Waffen, die brauchen nämlich Munition, wobei Munition ist hier so ein bisschen was Besonderes. Das geschulte Auge mag nämlich unten rechts neben der 100 bereits das Blau und Grün entdeckt haben und sich gewundert haben, was das denn wohl sein würde. Das ist Mana. Und zwar blaue und grüne Mana. Und spätere Waffen brauchen genau diese Mana. Das heißt, die nächste Waffe, die wir bekommen, nutzt denn, ich weiß nicht, ob erst blau, glaube ich, ja, die blaue Mana. Die nächste Waffe, oh, genau, hier ist die Feierabend. Ah. Ah. Ja gut, okay. Die nächste Waffe nutzt dann das grüne Mana. Und dann gibt es noch eine Schlusswaffe, eine dritte Waffe. Und die nutzt beide. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Greetings, mortal. Are you ready to die? Ja, und das ist quasi die ganz geile Story. Ja. Und damit sind wir quasi jetzt in der ersten Hub-Map. Das ist, ja, Seven Portals. Man mag es bereits am Namen erahnen. Es gibt hier 7 Portale, die quasi auf... Oh, jetzt muss ich lügen. 3 Maps, glaube ich, verzweigen. Ich glaube ja. Erde, also Schneid, Stahl, Feuer und Eis, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, die erste Zentralmap. Und von der werden wir halt zu verschiedenen Maps geführt und immer wieder hier zurückgeschickt. Das war zu dumm. Achso, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, anders als bei Doom, aber genauso wie bei Heretic, gibt es hier auch wieder das Inventarsystem. Ne? Wir haben schon 2 verschiedene Inventars. Und etwas, was ich bei Heretic falsch gesagt hatte, wird hier tatsächlich der Wert gespeichert. Das heißt, wenn man jetzt hier, ich habe jetzt unten 5 Flashkins und die behalte ich auch in der gesamten Hub-Map. Ob das Hub übergreifend ist, weiß ich nicht, aber zumindest solange wie wir uns in dem Hub befinden, also alle Maps, die mit der Hub zusammenhängen, haben wir auch immer alle Flashkins, die wir eingesammelt haben. Wir können uns also wirklich einen kleinen Vorrat aufbauen. Was ganz geil ist. So, danke. Also muss ich gucken, ob ein Schalter. Nein, hier waren nur Feinde. Irgendwo konnte man was aufmachen. Schon mal nicht. Ach da. So, und hier. Sehen wir auch schon. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Sehen wir genau den Typen, wo ich meinte bei Heretic, bei der dritten Episode, dem Boss-Level, das ist der Typ oder das Monster, auf dem dieser komische Magier geritten ist. Ja. Wie gesagt, unter Hexen als der Standardgegner.
aber relativ kräftig, weil er nämlich scheiß Feuerbälle verschießt. Und die machen ganz viel Damage. So. Ach, hier ist auch schon wieder so scheiße dunkel. Okay, kommen wir auch nicht rauf ohne Springen. Ja, also ich glaube, man kann bei Hexen mittlerweile auch springen. Da bin ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich hoffe mal, ich mache jetzt hier nicht das Game kaputt. Weil ich gerade die ganze Zeit rumspringe. Oh, das ist die erste Mana. Das, so sehen die blauen Mana-Kristalle aus. So, und jetzt hat es uns gerade gesehen. Aha. Wir sind jetzt in der ersten Untermap. Das heißt, ist jetzt eine neue Map, aber kein quasi neues Level, sondern es ist quasi immer noch Teil der des ersten Hubs. So, hier sind zwei Türen, die wir noch nicht aufmachen können. Sowas kommt bei Hexen extrem häufig vor, weil Hexen besteht quasi komplett aus Secrets, aus Puzzles. Man muss quasi verschiedene Schalter überall drücken, um dann verschiedene Wege aufzumachen. Wir werden also viel Zeit verbringen und viel rumirren und viele langweilige Momente haben, wo wir nichts anderes machen, als irgendwelche Schalter zu suchen. Freut euch schon mal drauf, weil es läuft wirklich genau so. Was auch der Grund ist, weswegen ich damals Hexen immer relativ früh abgebrochen habe, also wenn ich es jetzt privat gespielt habe. Deswegen kenne ich auch nur die ersten paar Maps, weil es ist tatsächlich eine Qual. So, hier sieht man jetzt ein Schwert. Der hier ist freundlich, alle anderen drei sind böse. Und das ist nämlich das, was sich wieder raus teleportiert. Gucken wir mal. Aua. Gucken wir mal. Oh, haben wir ausgewichen, überlebt. Den jetzt dafür nicht mehr. Und der, der lieb ist, bringt uns zurück in die Hub-Map. Tada, wir sind wieder da, wo wir, ne, im Hub waren. Und wie gesagt, genau, da haben wir die erste, Zusatzwaffe, also quasi die zweite Waffe. Egal, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Man merkt also, Hexen wird ein sehr spannendes, in Anführungszeichen, Spiel. Ja. Von daher, bis dann.